Aber was hat er denn? Paul! Ach du Scheiße, Sabine. Alles gut, ich mach das. Also ich meine, ich weiß ja, dass er nicht klettern kann, aber... Bergsteigen verträgt sich eben nicht mit Höhenangst. Paul, ganz ruhig. Nicht nach unten schauen. Sieh mich an. Okay. Dir kann gar nichts passieren, du bist gesichert. Ist alles in Ordnung. Vielleicht wäre es ja doch besser gewesen, wenn wir einfach nur zu zweit gegangen wären, oder? Du und ich. Wir brauchen den Typ, aber sonst findet niemand den Fehler in den Sendern. Klar. Oh, Scheiße, ich kann das nicht. Natürlich kannst du das. Wir machen das gemeinsam, okay? So, nehm ich da. Tief durchatmen. Nicht nach unten schauen, Paul. Sieh mich an. Genau. Super. Du sollst nicht... Schau nicht nach unten. Boah. Alles ist gut. Ist nur ein bisschen wackelig. Mann. Paul, du bist am Seil. Dir kann nichts passieren. Jetzt komm. Mann, halt doch mal die Schnauze, ey. Alles gut. Lass dich nicht ablenken. Super, Paul. So, und jetzt ein Karabiner nach dem anderen. Perfekt. Und weiter geht's. So, jetzt hast du die Hälfte schon geschafft. Die Hälfte ist? Ja. Du, es ist nicht mehr weit, Paul. Super. Das da. Okay. Gleich hast du's. Oh Gott. Sehr gut, Paul. Gratulation. Komm, so viel runter von dieser Scheiße hier, ey. Weiter geht's. Ja. Na, Paul, das ging ja jetzt ganz gut, oder? Oh. Ihr seid so scheiße. Echt. Ach komm, später wirst du drüber lachen, wenn du deiner Frau davon erzählst. Ey, Anne wird dich garantiert nichts davon erzählen. Mensch, sie denkt, alles sei im Lot, endlich ist alles gut. Was hast du ihr denn gesagt? Dass mich die Firma auf einen Computerlehrgang geschickt hat. Einatmen. Anhalten. Genau. Beckenboden anspannen. Und Beckenboden wieder entspannen. Genau. Und wieder von vorne. Merkt ihr, wie sich diese Ruhe auf euer Baby überträgt? Unruhe und Anspannung aber auch, Anne. Oh, das tut so weh. Oh, ich denke immer, dass es gleich losgeht. Das ist doch Quatsch. Du hast Muskelkater, weil du wie immer übertreibst. Ich erreiche Paul nicht. Du bist hier zum Entspannen. Ich krieg Paul sonst immer am Telefon. Warum denn jetzt nicht? Weil er arbeitet. Das hast du doch selbst gesagt. Ja. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Siehst du, also nochmal. Einatmen. Anhalten. Und ausatmen. Und nochmal. Hier ist kein Netz? Ja, du Genie. Was meinst du, warum wir den Dachstein für die Prototypen ausgesucht haben? Also manchmal mache ich mir echt Sorgen, dass wir ihm so vertrauen. Also, los. Sei froh. Du musst deine Anne wenigstens nicht nochmal anspinnen. Das Manöver macht keinen Sinn. Wir müssen eine andere Lösung finden. Plan B. Schafft es schon. Ja, weil ich mich meine. Ich ziehe nämlich schon verboten viel Leistung. Ich bin von der Bergrettung. Kein Problem. Wir kriegen es hin. Ruhig. Sehr gut. Gut. Atmen, ganz ruhig. Ich hab verloren!
Was heißt wir ihn verloren? Ich hab gedacht, wir retten eine Frau. Ihr dürft hin sein. Wir sind uns ganz nach unten ins Tal gerauscht. Uns. Habt ihr gehört? Uns ist abgerauscht. Na? Dann eben Bergeübung in der Felsschlucht. Michi, gehst du runter? Jetzt ist Schluss mit Üben, ich hab keinen Sprit mehr. Genieß die Aussicht, Tobias, wir fliegen zurück. Sichern. Alle an einem Strang, so läuft keiner dem anderen davon. Ah, wieder Bergführer Latein. Es ist sicherer, Jan. Ja, warum eigentlich nicht? Weil zumindest zu zweit, jeder einen. Ja. Warte mal. So, du bestimmst das Tempo, Jan. Ja. Oh, der Alpha-Mann an der Kette, das mag er gar nicht. Sag mal, wie lange kennt ihr euch eigentlich schon, ihr drei? Wir hatten mal was miteinander. Na, also, nicht miteinander, also ich... Was? Jetzt, echt, jetzt du auch, oder was? Es ist ja hier ein Familienausflug. War ganz groß. Ja, du, aber ich war Erster, gell? Oh, komm, Jan, bitte, es reicht. Das ist alles schon Ewigkeiten her, keine Sorge. Warum sollte ich mich sorgen? Der erste Transmitter ist da hinten am Ende vom Kamm. Wir sind gleich da. Okay, komm her. Der Witz ist, die Technik ist simpel. Allein die Idee zählt. Aber telefonieren kann man doch heutzutage fast überall. Ja, eben nicht, das müsstest du doch eigentlich wissen. Hier oben in den Bergen nicht, nicht in der Wüste und auch nicht irgendwo im Urwald. Okay, was habt ihr jetzt ganz genau in den letzten Jahren entwickelt? Also, das ist eigentlich... Also, mein Slogan auf den Messen ist immer, andere versprechen Redefreiheit, wir garantieren sie, egal wo. Sag mal, so siehst du hier irgendwo einen Handyfunkmast? Na also. Extreme Höhenunterschiede. Außerdem schirmen die Berge jedes Signal ab. Hier kann kein Handy funktionieren, egal mit wie viel Megawatt ein Mast senden würde. Überleg mal, was es kosten würde, sowas hier oben im Nichts zu installieren und mit Strom zu versorgen. Das wird nicht passieren. Und diese Dinger? Simple Sender und Empfänger. Autark, weil klein und mit geringer Leistung. Aber zusammengerechnet eine gewaltige Kraft. Untereinander sind sie mit einem einfachen Funksignal gesteuert. Von Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt. Wie stille Post also? Ja, also die Kette ersetzt quasi das Funknetz da, wo es keine Sendemasten gibt. Das ist eure Erfindung. Hm? Ja. Ah. Okay, ich verstehe. Ist nicht sexy genug, hä? Kein Funk noch mehr, schon klar. Aber Pauls Handy hat keinen Empfang, also funktioniert es nicht. Ist bisher nur eine Teststrecke. Ja, und die ist im Arsch, weil die Dinger falsch geerdet sind. Ist eine Fehlberechnung von unserem Genie. Also wenn das Gewitter was damit zu tun hatte, dann kann ich nichts dafür. Die Antwort lautet, doch. Ja, das hatten wir doch schon. Wir reparieren jetzt die Geräte und dann ist gut. Und dann ist gut? Mann, wir haben nicht mal 48 Stunden Zeit und wissen noch nicht mal, wo der Fehler liegt. Was passiert nach 48 Stunden? Da habe ich eine wichtige Präsentation. Hey, wir haben eine wichtige Präsentation. Ja. Risk Invest aus Amerika. Die wollen kaufen. 45 Millionen Dollar. Nicht euer Ernst? Ja, klar. Was? Das musstest du jetzt unbedingt gewusst werden, oder? Du kannst nicht die Klappe halten. Ja, wie Paul sagt, die Idee zählt. Aber ich meine, die Sache muss halt auch funktionieren. Ich krieg das schon hin. Dass du den Verkäufer gibst, wundert mich nicht. Hast die Angeberei also zu deinem Beruf gemacht? Ne? Wenn du wüsstest, wie ich für Genehmigungen, Fördergelder und Funklizenzen bei den Ämtern auf den Knien rumgerutscht bin, dann würdest du nicht so abfällig reden.
komm jetzt, hab dich nicht so. Du hast ja das überzeugendste Lächeln. Und am wenigsten Ahnung von der Sache. Okay, Paul ist der Bastler von euch. Und du? Mein Vater hat ein Elektronikunternehmen. Meine Familie unterstützt mich. Also ist das Ganze deine Idee? Unsere, also Jans und meine. Ja. Ja, aber mein Vater hat all seine Rücklagen für unsere Idee verbraucht. 200.000 Euro aus seiner Firmenkasse. Naja, aber ich meine, wir machen ja auch was draus. Und wie viele von den Dingern sind jetzt kaputt? Ja, hoffentlich nur 3 von 40 hier in dieser Region. Hey, Leute! Ich hab den Fehler gefunden. Ja, und was heißt das jetzt? Ist das gut oder schlecht? Hey, Paul. Wenn du so grinst, Paul. Sag mal... Mann, die Kiste läuft! Mann! Oh, super! Und deswegen haben wir dich hinter deinem Rechner hervorgezogen und hier hochgeschleppt, weil nur du das kannst, Mann! Glückwunsch. Danke. Ich bin stolz auf dich. Super. Was ist mit mir? Ich hätte auch gerne eine Umarmung. Ja, dann komm her. Komm her! Aber beruflich bist du schon froh, dass Bea wieder da ist, oder? Er ist unsere beste Frau. Außerdem gut, dass sie Jos endlich in den Wind geschossen hat. Andreas, das ist der Vater ihres Kindes. Ja, den du permanent daran erinnern darfst. War die richtige Entscheidung. Jetzt hast du 4 Kinder. Na super. John Boy sitzt auf meinem Platz. Verstehe die Botschaft. Jetzt lass dich nicht provozieren, Tobias. Ja. Mach mal einen Abgang hier. Das ist ein lockerer Typ. Lass dich fallen. Wo sind denn die Kinder? Die haben schon gegessen. Guten Morgen. Franz? Ah, danke. Die Morgenzeitung am Abend? Für unseren Lesemuffel. Ach, der Franz interessiert sich nur für... Das Kreuzworträtsel. Dein Vater kopiert meinen Vater. Ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Mein Vater liest den Börsenbericht und notiert sich seine Käufe und Verkäufe auf der Zeitung. Auf der Börsenseite. Ja, ich meine, wenn er die Zeitung schon gelesen hat, kann es ja ich lesen, oder? Du machst denn Aktien? Ist das verboten? Sträflich, wenn man keine Ahnung davon hat, ja. Ah. Wir verkaufen schon wieder. Wir kaufen Industriewert im Allzeithoch. Das ist interessant. Du hilfst meinem Vater. Und dein Vater weiß nichts davon? Wir wollen ja nicht, dass dein Papi bei meinem Papi täglich ins Büro entbricht, oder? Woher hat er das Geld? Rafus und Berg, okay. Jetzt du wieder noch was, was wir noch nie zusammen gemacht haben. Zelten. Ja, stimmt. Okay, was noch? Sterne zählen? Also, wenn der Deal erstmal steht, ja? Also, ich meine, wenn ich das endlich. Du bist schon wieder in Siegerlaune. Naja, so sind Sieger eben. Oh, du änderst dich nie, hä? Glaubst du nicht, das reicht langsam? Wir haben morgen noch was vor. Die beiden haben heute noch was vor, oder? Ja, was? Ich brauche den Job bei euch. Das ist das erste Mal, dass ich was richtig mache und... Anne ist glücklich. Wegen dem Job? Ja. Ich übernehme Verantwortung. Für das Baby, für die Familie. Ich hab's versprochen. Schön. Ja, wenn ihr verkauft. Was dann? Ja, ihr verkauft die Idee. Ja. Bei so viel Kohle ganz sicher, ja. Ja, und verkauft ihr mich als Angestellten dann mit oder bin ich wieder arbeitslos? Ich meine, wie läuft sowas? Paul. Nein, ich meine, wie läuft sowas? Paul, du hast den Job und den behältst du auch. Und den gewaltigen Bonus. Was denn für ein Bonus? Ja, was denkst du denn? Ohne dich wäre das doch überhaupt nicht gegangen. Du kriegst deinen Anteil. Wir sind Jan und ich uns schon einig.
Echt? Damit kannst du dein Kind großziehen und deine Anne glücklich machen. Wow. Ihr versteht aber zu feiern. Prost. Ja, ich geh schlafen. Alles okay? Ja. Alles okay. Ja. Ich gehe dann auch mal. Was ist los? Was bleibt denn noch? Nee, ich bin auch echt müde. Du auch schon? Oh, komm schon, ja. Paul. Gute Nacht. Netter Kerl und so, aber der ist anders als du. Paul ist ehrlich. Guter Liebhaber. Du bist betrunken. Sabine, bleib stehen, bitte. Entschuldigung. Ich dachte, du bleib stehen, bitte. Keine Sorge, Toni. Du kommst auch noch dran. Na super. Und dann hat sie ihre Sachen gepackt und ist einfach gegangen. Ja, ihre Entscheidung. Wie gegangen?
Einfach so? Erzähl doch keine Scheiße, Jan. Ja, Mann, du siehst doch, dass sie nicht da ist. Also, ja, aber Paul, jetzt hör mal auf mit dem Theater, echt. Die ist weg. Hör auf, dich so aufzuregen. Du hast sie doch angebaggert. Das habe ich ganz genau gesehen. Du hast die Blöde angemacht, gib's zu. Wir müssen los. Ja. Paul-Jan hat recht. Meinetwegen, dann streitet euch halt unterwegs weiter. Sabine hätte mich niemals im Stich gelassen. Wir haben sie doch nicht umsonst als Bergführerin gebucht. Sie weiß ganz genau, dass ich das hier ohne sie nicht packe. Oder sie weiß, dass es ab hier kein Problem mehr ist. Mann, Jan! Wir lassen das Zelt hier und nehmen es auf dem Rückweg wieder mit. Jetzt sag mir einmal die Wahrheit, bitte! Ein einziges Mal! Okay. Ist blöd gelaufen gestern. Ich dachte, da geht was. Puh, Idiot! Ist also nichts gelaufen? Nee. Sabine war genervt, deswegen ist sie gegangen, bevor ihr aufwart. Musste das sein? Ja. Können wir dann jetzt bitte? Paul, ab hier ist es praktisch ein Spaziergang. Zwei Sender, einen Tag Zeit. Wir müssen die Dinger wieder online kriegen, oder wir sind wegen deines Konstruktionsfehlers aus dem Rennen. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Die Sender. Das ist das einzig Wichtige jetzt. Hey, Michi, da ist was. An der Steilwand, auf 2 Uhr. Seht ihr das? Tobias hat recht, da ist was. Michael? Wenn wir nichts unternehmen. Bring mich näher ran, Michi. Scheiße. Okay, tiefer. Zwei tief. Eins tief. Tiefer, ja? Nicht bewegen, bin gleich da. Ganz ruhig. Bin sofort da. Michi, ruhig, ruhig, Michi. Okay, Tobias hat Kontakt. Gut. Ruhig, ruhig. Ich bin der Tobias, ich helfe dir. Ich helfe ihm. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin der Tobias. Ich bin der Tobias. Keine Angst, ich helfe. So, atmen. Ich werde dich jetzt sichern. Keine Angst. Ich werde dich jetzt sichern. Sichern. Dann bring ich dich nach Hause, ja? Ganz ruhig. Nicht bewegen. Runter!
Also gehört mir ja. Keine Kontrolle über seine Arme und seine Beine. Tu nie. Halskrause stabilisieren und einen butterweichen Flug in die Klinik. Ohne Umwege und irgendwelche Aktionen. Wir haben doch noch eine Frau, die ist uns abgehauen. Wir sollten... Absolute Priorität hat Tobias. Aber ihm tut nichts weh. Ja, weil ab Hals keine Nervensignale mehr durchkommen. Das heißt Lähmung, Mann. Und jetzt mach! Verstanden. Seid ihr irgendwie vollkommen irre? Jetzt kommen die Investoren, reißen nicht zweimal an. Wenn unser System nicht funktioniert, dann sind wir raus. Dann entscheiden sie sich für ein anderes. Ich habe auch von der Prämie erzählt. Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Wir haben zwar darüber gesprochen, aber... Hey, komm, Paul, denk an die Prämie. Die Kohle, deine Familie, das Baby. Ja! Machst du super, Paul. Naja. Genau so. Bisschen breitbeinig. Scheiße! Servus. Mann, ey! Ich krieg das nicht hin hier. Voll aufs Knie. Gut so. Super. Ah, Gratulation. Na? War doch halb so wild, Paulchen, was? Hey. Jetzt mal, komm mal runter, okay? Ganz ruhig, alle beide. Du willst mir wirklich erzählen, Sabine hätte mich hier allein gelassen? Mit dieser Scheiße hier, mit diesem Scheißberg? Niemals, Jan. Ich will jetzt wissen, was los ist. Du hast Sabine doch nicht das erste Mal angemacht, du Macho. Hä? Hör auf, uns zu verarschen! Sonst noch was? Gehst du sonst um, oder was? Alleine? Das will ich sehen. Du Held. Ich hab halt Angst im Berg. Sabine hat meine Angst immer ernst genommen, im Gegensatz zu euch. Idiot. Seine Schulter ist ausgekugelt. Was? Und deshalb das Ganze? Lüg mich doch nicht an, Andreas. Schultern renkt man einfach wieder ein. Bei Tobias ist das nicht ganz so einfach. Beruhig dich. Wie soll ich mich beruhigen, wenn du mir so einen Scheiß erzählst? Hör zu, die wissen nicht, was sie mit seiner Schulter machen können, wegen seinem Hals. Es gibt zwei Szenarien. Entweder die Nerven sind überreizt und das wird gut und schnell erledigt. Oder aber... Was? Emily, wenn durch den Aufprall seine Wirbelsäule was abbekommen hat, dann sind die Nerven durchtrennt. Endgültig. Die machen jetzt eine CT und danach wissen wir mehr. Es dauert einfach ein bisschen. Bea, wir müssen zurück auf den Berg. Die Frau ist bestimmt verletzt. Komm. Dauert nicht lang. Ja. Bea. Geh ruhig, ich warte. Noch Kohle in den Rachen werfen. Jan, sag mal, worüber regst du dich eigentlich auf? Über Paul oder... Jetzt bleib mal ruhig. Oder über gestern Nacht. Mir vielleicht erzählen, was zwischen euch passiert ist? Ja. Und dann mein Ring! Was ist mit deinem Ring? Ich habe meinen Ehering bei Transmitter 1 liegen lassen. Nein, wir müssen den jetzt holen. Na, Paul, wir holen ihn auf dem Rückweg. Alle zusammen, okay? Paul, wir können hier nur gemeinsam bestehen. Das sollte eigentlich jeder von uns wissen, aber ich meine, du kennst die Strecke. Das ist kein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen. Da unten in der Klamm. Das könnte sie sein.
Entschuldigung, ich bin Andreas Marthaler. Und das ist mein Kollege Toni Stössel. Nein! Hey, wir kennen uns doch. Wir sind von der Bergrettung. Wir kennen uns doch. Sie waren doch bei mir im Laden. Wirklich? Na klar. Ruhig, ganz ruhig. Warte, wir kennen uns doch. Ganz ruhig, ich bin bei Ihnen. Ganz ruhig. Atmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bleib da, Jungs. So, Emily. Du müsstest jetzt mit rauskommen, ja? Ja. Okay. Ich bin da. Vorsicht. Sabines Kleidung. Warum hast du ihre Knöpfe? Sag mal, was läuft hier? Naja, sie hat ja gestern den ganzen Tag mit Jan gespielt, ne? Wir reden hier von zerrissener Kleidung. Entschuldigung, worüber reden wir? Wir reden über jemanden, der gepokert und dann gekniffen hat, ja? So ist es doch. Sabine ist tot. Was? Sie ist in die Glut getreten. Barfuß. Hat sich wehgetan. Sie hat sich erschrocken und ist dann gestolpert. Nah an der Kante. Du verarschst uns jetzt, oder? Ich wollte sie packen. Ich wollte Sabine halten, ehrlich. Warum die abgerissenen Knöpfe? Wie lange wolltest du das für dich behalten? Ich wollte euch damit nicht belasten. Ich wollte, dass wir zuerst unseren Job erledigen. Moment, Moment. Und ihre Ausrüstung, die... Hast du die dann versteckt, oder? Ja. Du bist krank. Du bist echt krank. Wir müssen los. Sofort. Ich bin nicht krank, Paul. Ich bin Realist. Sabine ist tot. Es ist tragisch. Furchtbar, ja. Aber heißt das, dass wir deswegen auch alles verlieren müssen? Herrgott, denk doch mal eine Sekunde nach. 45 Millionen, mindestens. Es ist die Chance unseres Lebens. Sabine ist tot und du redest über Geld! Über Geld. Über viel Geld, Paul. Über unser Leben, ja, richtig. Über deine Zukunft. Deine Frau ist schwanger. Wir müssen den Unfall melden. Ja. Ja, das müssen wir. Paul, das werden wir auch. Aber wir haben hier doch eh kein Netz, oder? Unser System arbeitet doch gar nicht. Ich will nach Hause. Wir bringen dich nach Hause, Paul. Hör zu, Paul. Das Einzige, was wir uns vorwerfen könnten, das wäre doch, dass wir den Unfall nicht sofort gemeldet haben, oder? Eben. Zwei Sender. Wir würden alle leer ausgehen. Die Zeit läuft. Zwei alberne Sender und wir sind reich.
Danke. Die Frau hatte richtig Angst vor uns. Die ist förmlich weggelaufen. Ein schwerer Schockzustand hat viele Gesichter, Andreas. Ja, bei anhaltender Gefahr und bleibenden Schmerzen verstärkt sich das durchaus bis zur völligen Apathie. Ja, der Kopf schaltet ab. Ja, weil der Mensch anders die Belastung nicht aushält. Platzwunden. Vier Rippen sind gebrochen, diverse Abschürfungen und Stauchungen. Sie ist also gestürzt. Und sie war barfuß unterwegs? Ja, und ihre Fußsohlen sind verbrannt. Hatte keine Schuhe an. Wann wird sie wieder wach? Schwer zu sagen, der Schock. Deine Medikation wirkt außerdem nach. Habt ihr einen Namen für mich? Nein, leider keine Papiere. Was ist mit den Handgelenken? Die sind blau, das sieht aus, als hätte irgendjemand mit voller Kraft zugepackt. Ja, möglich. Sie war also nicht allein unterwegs. Ohne Schuhe, ohne Ausrüstung? Ganz sicher nicht. Es ist da oben noch jemand. Wir suchen. Wir suchen. Wie geht's Tobias? Wir warten noch auf die Testergebnisse. Es wird noch einen Moment dauern, leider. So wie es aussieht, war es doch Sabines eigener Fehler. Aber darum geht's doch nicht. Ein Mensch ist tot und wir tun so, als könnten wir diese Erkenntnis wie einen Termin im Kalender verschieben. Ja, weil wir es müssen, Paul. Jan hat doch recht, Mann. Denk an deine Familie, hm? Ja, genau das tue ich. So kann ich nicht starten, Tanja. Auf keinen Fall. Paul, was willst du denn? Hey, was ist denn los da unten? Beeilt euch mal! Der zweite Spot ist gleich hier oben. Hilft es, dass du Sabine nicht leiden konntest. Stimmt. Ey, was soll das? Ja, das macht es dir leicht, diese Entscheidung zu treffen. Du hast echt keine Ahnung. Ich konnte Sabine leiden. Sehr sogar. Ich habe sie mal geliebt. Paul. Ja, und Jan? Jan empfindet genauso wie ich. Er hat sie gestern sogar angemacht. Wundert dich das nicht, hä? Heute läuft er so locker, flocklig neben uns her, als ob nichts wäre. Da stimmt doch was nicht. Es ist falsch. Was ist denn, wenn es alles ist? Wenn es so bleibt? Emily, was machst denn du dann? Dann bestimme ich ab jetzt, was du trinkst. Hm? Was ist los? Wie ist der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge? Sabine hat keine Familie, keine Eltern mehr. Fakt ist, es gibt keine Hinterbliebenen. Praktisch, oder? Hör auf damit, Mann! Du weißt ganz genau, was ich wissen will! Sabine ist 32 Jahre alt geworden. Jan, jetzt lass doch den Paul seine Arbeit machen, hm? Das bringt doch überhaupt nichts. Guck mal, wir kriegen das alles zusammen hin, wir beiden, hm? Ist doch unsere Firma. Wir entscheiden. Sag mal, was hast du da? Nichts. Jetzt mach deine Arbeit, verdammte Scheiße! Irgendwelche Anhaltspunkte? Oder suchen wir die Nadel im Heuhaufen? Ich glaube nicht, dass die Frau allein unterwegs war. Da war noch irgendjemand bei ihr.
Ja, aber der oder diejenige muss nicht gerade in Not sein, oder? Vielleicht hat sie gesehen, wie ihr Begleiter gestürzt ist. Sowas kann einen Schock auslösen. Kommst gerade darauf? Naja, niemand hat den Unfall gemeldet. Das wird wohl einen Grund haben. Ja, verstehe. Kletterschuhe, Seil, Sicherungskonnektor. Ein Kinnlimmer und Prozelt. Bingo. Sabine Haller. Unsere Frau hat endlich einen Namen. Gut gemacht, Toni. So. Was war das? 25. 25. Wunder der Technik. So. Ab dafür. Ja. Sind Sie zufällig Anne Emmerling? Ja, wieso? Ich habe da was für Sie. Bitte schön. Dankeschön. Möchte ich noch eine Unterschrift, bitte? Ja. Danke vielmals. Danke. Hallo. Hallo. Ich habe gerade eben an euch gedacht und liebe Paul. Wann wurde der Auftrag erteilt? Wissen Sie das? Die Blumen sollten erst heute raus. 14 Uhr steht hier. Gibt es ein Problem? Wann hat mein Mann Ihnen den Auftrag erteilt? Das war vorgestern. Wiederschauen. Wiederschauen. Ich habe gerade eben an euch gedacht. Vorgestern. Paul, was machst du? Ich habe meinen Job gemacht. Transmitter 2 läuft. Und Transmitter 3 wird erst laufen, wenn du mir sagst, was du am Hals hast. Nichts. Da ist nichts. Das sind Kratzspuren, Jan. Die sind frisch. War sie das? War das Sabine? Ich hab euch doch gesagt, dass ich versucht habe, Sabine bei ihrem Sturz festzuhalten. Was ist denn das hier? Ein Verhör? Ganz ehrlich, Jan, so sehen die Kratzspuren nicht aus. Ich meine, ja, wir alle haben an dem Abend was getrunken. Sabine, ich und ihr auch. Ich habe aber keine Kratzspuren am Hals. Ja, und selbst wenn, was würde das ändern? Also ziemlich alles, oder? Was hast du Sabine angetan? Du hast doch selber gesagt, dass sie es wollte. Ich, das Alpha-Tier und so. Ich hab sie geküsst, ja und? Du hast sie vergewaltigt. Nee, nein, so war das nicht. Ich meine, das war doch nicht geplant. So war das nicht. Ich meine, das war gar nicht so richtig. Da war schnell Schluss, Mann. Oh Gott. Du spinnst. Du spinnst total. Ich will nach Hause. Das war ein Spiel von Sabine. Nur ein Spiel, dachte ich. Zuerst und dann ist sie aufgesprungen. Ausgeflippt. Mann, ihr habt die Anmache doch gesehen. Kommt schon. Hey, ich lass mich doch nicht in deine Scheiße mit reinziehen. Du hast doch die Idee gehabt, Sabine als Bergführerin mitzunehmen. Ganz unschuldig bist du ja nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Du hast sie mir damals ausgespannt. Schon vergessen? Darum geht's jetzt. Nein, Scheiße. Mann, du hast sie umgebracht. Was? Hör auf! Also sie war mit einem Mann in deinem Laden und hat für eine Bergtour eingekauft? Bingo. Wie heißt die Frau? Pass auf. Sabine Haller. Ah. Ja. Wie wär's mal mit gut gemacht, Toni? Ist das alles? Nein. Die Frau ist Bergführerin, also Profi. Ja, und ich denke nicht, dass sie mitten in der Woche zum Spaß darauf ist. Es ist ein Job. Und was weißt du über Ihren Begleiter? Ja, der hat leider Bar bezahlt. Ich habe den Video aufs Handy geschickt. Aber viel ist nicht drauf zu sehen. Gut gemacht, Toni. Gut. Also, wir suchen weiter. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der weiß, mit wem sie unterwegs war. Warte mal.
Ich flieg mit Michael. Oh. Was meinst du? Dann gehst du den Spuren nach. Und Tobias hat nach dir gefragt, sagt Bea. Also. Das ist sie also. Ja, aber die Frau war nicht sie selbst. Sie wird sich wahrscheinlich nicht mal erinnern. Du darfst dir keine Schuld geben, ja? Ja, ich weiß. Sie ist an der Steilwand durchgedreht. Sie hätte das bei jedem getan. Ja, aber Bea hat gesagt, sie hat sie ganz leicht halten können, als sie sich gewaschen hat da oben am Bach. Die Frau hat sich gewaschen da draußen? Warum? Die hatte auch nur Angst vor uns Männern. Zufall? Wie meinst du das? Naja, vielleicht kam der Schock nicht durch den Sturz, sondern der Sturz durch den Schock. Angst vor den Männern, die sich ihr nähern. Sag mal, meinst du, sie ist vergewaltigt worden da oben? Naja, also das Waschen muss nicht logisch sein. Es ist oft eine Überreaktion bei ungewollter Nähe, bei versuchter oder vollzogener Gewalt. Das wäre schon typisch. Gibt's denn solche Spuren? Wir haben sie jetzt nicht daraufhin untersucht. Und was ist mit ihren blauen Handgelenken? Ich werde eine weitere Untersuchung veranlassen. Macht es. Habt ihr ihren Namen? Sabine Haller. Mehr weiß ich leider nicht. Gibt's was Neues von Tobias? Nein. Wir warten immer noch auf die Auswertung der CTs. Geh zu ihm, Andreas. Aber wir haben das doch verdient, oder? Ich will, dass wir verkaufen. Ich will, dass diese Geräte laufen. Wie soll ich denn meinem Papa je wieder in die Augen sehen? Bitte, das müsst ihr doch verstehen. Es ist vorbei, Tanja. Wer weiß davon? Also ich habe keinem was gesagt. Ich meine, wer weiß von Sabine? Dass sie mit war. Dass wir sie gebucht haben. Antworte, Paul. Paul? Deine Frau weiß nichts. Sonst wer? Niemand weiß von Sabine. Niemand weiß, dass ich hier bin. Kaffeefahrt, oder? Manöverkritik? John Boy war irgendwie friedlicher. Ich hätte da raus müssen. Ich habe da mehr Routine. Wäre das dir passiert, oder? Ja. Sicher. Absolut. Damit konnte keiner rechnen. Keiner. Dann ist es so. Es ist bestimmt nur die Schulter. Dann ist es so. Bestimmt. Ja, wie auch immer. Es war meine Entscheidung, meine Fehler und es ist mein Schicksal. Es war meine Einsatzleitung, meine Verantwortung und du bist mein Kumpel. Den Job, den machst du wie kein Zweiter. Also, mach dir jetzt bloß keine Vorwürfe. Okay? Lass klingeln. Wir wissen, was da passiert ist. Da muss noch jemand oben sein, also geh ins Telefon und verschwind auf den Berg. Ich laufe nicht weg. Marthaler? Gerd? Ja? Ich habe nachgefragt, du darfst nichts essen. Sie sagen, die wollen erst die Ergebnisse abwarten, davon hängt ab, was passiert. So eine Scheiße, wie lange dauert denn das noch? Letztendlich wissen, ob ich ein Krüppel bin. Genau, Sabine Haller. Und ihr keine Familie? Schick mir eine SMS mit der Info. Alles, was du hast, ja. Also, die Polizei sagt, Sabine Haller hat die letzten Tage vor ihrem Unfall mehrmals telefoniert. Gut, dann klappern wir die Kontakte ab. Na,
Nein, wir haben was Besseres. Es gibt wohl eine Mailbox-Nachricht. Und da geht es um einen Ausflug in die Berge. Paul Emmerling. Paul Emmerling, den kenne ich. Woher? Paul und Anne Emmerling. Sie sind mein Kurs. Welchen Kurs? Bei meinem Presskurs. Hey, da vorne, 9 Uhr, siehst du das? Sehen wir uns an, geh runter. Klassiker. Die schwangere Frau zu Hause und der Mann auf Abwägen. Es muss ja nicht sein, Anne. Paul hat mir gesagt, dass er zu diesem Lehrgang muss. Ich war so stolz auf ihn. Endlich ein fester Job, regelmäßiges Einkommen. Paul ist so eine Art Computergenie. Wo arbeitet Ihr Mann denn? Area Hook Schlappning. Das ist eine ganz kleine Firma. Ich habe nie verstanden, was sie wirklich machen. Irgendwas mit Telekommunikation. 2 Geschäftsführer und Paul ist der einzige feste Angestellte. Kennen Sie die Frau? Mm-mm. Aber sie ist hübsch. Vom Typ Pauls Geschmack. Ist Ihr Mann ein begeisterter Bergsteiger? Klettert er gern? Hat eine Lieblingsroute? Paul geht nicht in die Berge. Das liegt ihm nicht. Er ist zu unsportlich. Wir haben Frau Haller in einer sehr anspruchsvollen Region gefunden. Ja, aber dann muss das doch ein Irrtum sein. Paul hat noch nicht mal eine Ausrüstung für sowas. Vielleicht ja doch. Schauen Sie mal. Paul muss dieser Frau sehr vertrauen. Warum sagt ihr mir das alles? Warum seid ihr hier? Also, Anne, nehmen wir mal an, dass Paul mit dieser Frau im Berg war, dann... Es ist so. Ihr Mann wird vermisst. Wir haben keine Spur von ihm und Sie wissen ja auch nicht, wo er steckt. Das ist nicht gut in den Bergen. Ich wollte Sabine nichts tun. Du glaubst mir noch, oder? Wieso fragst du mich das dauernd? Weil wir einander vertrauen müssen. Das war schon immer so. Freunde. Freunde. Paul traut mir nicht mehr. Und ich traue Paul nicht. Ja, wir werden schon irgendeine Lösung finden. Ich meine, jetzt geht's ja erstmal um den Relaunch von den Spots. Und dann setzen wir uns halt alle zusammen und entscheiden, was wir dann... Nein! Paul wird den Moralapostel spielen. Er wird zur Polizei gehen. Er wird reden, Tanja. Ja, aber vielleicht ist das ja auch der richtige Weg. Also ich meine, der einzige. Überleg mal, die Sache geht vor Gericht. Stell dir vor, keiner begreift, dass ich nichts dafür kann, hm? Wie, du kannst nichts dafür? Nein. Eine Verurteilung bedeutet eine Vorstrafe. Und eine Vorstrafe bedeutet, dass ich nicht mehr länger Geschäftsführer der Firma sein kann. Und dann geht die Firma schneller den Bach runter, als du das Wort verkaufen aussprechen kannst, hä? Jetzt denk doch endlich mal nach in deinem kleinen, hübschen Köpfchen, hä? Also! Was also? Jan, was also? Was machst du da? Nichts, Jan. Gar nichts. So. Jan! Jan, bitte gib mir das Handy zurück. Gib's wieder her, bitte.
war doch nicht geplant. So war das nicht. Ich meine, das war gar nicht so richtig. Du warst schon im Schluss, Mann. Du siehst doch. So. Transmitter 3, mein Freund. Und du gehst vor. Vielleicht jemand zurücklassen. Und später wieder ab. Aber warum sollte jemand seine komplette Ausrüstung, seine Schuhe zurücklassen? Das ergibt doch keinen Sinn. Wir haben Sabine Haller ohne Ausrüstung angetroffen. Und dann die ganzen versteckten Sachen. Mhm. Irgendjemand verwischt hier Spuren, oder? Ja. Wir sollten vielleicht etwas vorsichtiger sein. Wieso vorsichtiger? Wir suchen hier nicht nach einem Opfer eines Bergunglücks, so viel steht ja wohl fest. Irgendwo hier draußen ist noch jemand. Sie hatte doch verbrannte Füße, oder? Ja. Hier. Aha. Dann ist die Bergführerin da runtergestürzt. So eine Art Vorsprung. Da wird sie draufgeknallt sein. Von dort aus weiter bis zur Steilwand. Kaum zu glauben. Und das alles barfuß? Aber vielleicht ist es ja genau das, dass es niemand glaubt. Oder ist irgendwas? Geht keiner ran. Sind alle ausgeflogen. Keiner da. Es scheint eine ganz kleine Firma zu sein. Hey, die erfolgreichsten Unternehmen hatten ihren Start in der Garage. Toni soll sich mal drum kümmern. Toni ist mit Michi in der Luft. Schlecht. Irgendwas stimmt da nicht. Da geht's nicht nur um eine Affäre oder einen Ausflug. Da steckt mehr hinter. Was ist denn das? Area Hook Schladming. Ja, lesen kann ich auch. Ja, besser als fliegen. Keine Ahnung. Irgendein Messgerät vielleicht. Mit Funkantenne. Warte mal. Mach den Fuß weg. Ein Ring? Da steht was. Paul und Anne. Wie gesagt, lesen kann ich auch. Wie gesagt, besser als fliegen. Paul und Anne. Immer mehr Mitspieler. Emily? Das wird dir gleich sehr wehtun. Was meinst du, Emily? Bitte. So, Tobias. Wir sind jetzt sicher. Die Schiefstellung deiner ausgekugelten Schulter zusammen mit dem Schlüsselbeinbruch. Dazu die Kontusio an den oberen Rückenwirbeln. Was heißt denn das? Alles wird gut. Sie renken mir die Schulter wieder ein und der Rest wird heilen. Möchtest du Schmerzmittel? Ich will was fühlen. Egal was, ich will was fühlen. Also beim Schlüsselbeinbruch, da können wir nicht viel machen. Das verheilt im Normalfall so. Wir röntgen nachher noch mal, ja? Aber Tobias, du musst dich schonen. Okay. Tut's noch sehr weh? Ja, ja. Emily, ich muss hier raus. Und zwar sofort. Also, es ist offenbar niemand in der Firma. Geh ins Netz und versuch alles über Area Hook Schladming und Paul Emmerling rauszufinden. Naja, etwas haben wir ja schon gefunden da oben. Eine Apparatur für, also, naja, für was auch immer. Mit Antenne und Sonarpanel. Area Hook Schladming stand da drauf. Ja, und Sabine Haller war dort, Andreas, 100 pro. Aha, okay, das heißt also, es war kein privater Ausflug des Ehemanns mit seiner Geliebten. Keine Hüttengaudi. Du hattest gar nicht so unrecht. Wahrscheinlich war die Haller tatsächlich in ihrer Funktion als Bergführerin unterwegs.
Naja, das eine muss das andere ja nicht wirklich ausschließen, oder? Oh, stimmt auch wieder. Paul Emmerling war jedenfalls auch da, wo Sabine Aller gestürzt ist. Eindeutig. Okay, gute Arbeit, Tony. Danke, wir sehen uns in der Bergrettung. Alles klar, okay, Ende. Hallo? Ah. Super, danke. Ist alles gut. Die haben eben angerufen, Tobias geht's gut. Ja. Jan, jetzt hör doch auf. Wir sind nur noch eine Einheit. Dann haben wir es doch geschafft. Wir sind doch alle auf einer Seite, oder? Paul? Hä? Paul? Oder Paul? Paul! Nein! Paul! Drecksau! Mann, ich hab's dir gesagt! Aber wir brauchen den Paul doch. Den krieg ich. Darauf kannst du dich verlassen. Paul! Mann, warte doch! Das Netz der Zukunft. Anytime, anywhere. Telefonieren ohne Hindernisse. Sag mal, ist das alles? Ja, solange du nicht mehr für mich hast, außer die Worte Area Hook Schlagming, ja. Ist halt eine kleine junge Firma. Tanja Wiemer, Jan Ritter, Geschäftsführer und Studienkollegen. Von der Uni direkt auf den freien Markt. Mit nur einer Idee und einem Mitarbeiter. Den haben sie irgendwo aufgegabelt. Paul Emmerling. Ja, der scheint allerdings ein Genie zu sein, was Elektronik angeht. Ja, aber die sind alle drei ausgeflogen. Mhm. Und ausgerechnet du findest deren Anlagen da oben am Berg. Schönen Dank auch. Trotzdem, bewiesen ist nur, dass Paul Emmerling und Sabine Haller zusammen dort waren. Und dass jemand die Sachen von der Frau versteckt hat. Ja, und dass jemand die Bergführerin so gut wie vergewaltigt hat, bevor sie fiel. Das sagt Verena. Ja. Also. Drei Leute werden zeitgleich vermisst, mhm, und keiner von denen ist erreichbar. Mhm. Warum? Paula Emmerlings Ehering lag da. Man muss im Grunde nur eins und eins zusammenzählen. Vielleicht ist die Sexnummer schiefgegangen und Emmerling wollte die Frau nach der Tat schnell loswerden. Hm? Frau Emmerling. Was hat Frau Emmerling damit zu tun? Au! Das ist der Ring von meinem Ehemann. Sie sind seine Frau. Toni Stössel, Anne Emmerling. Sie sprechen von Vergewaltigung? Mein Mann soll... Kommen Sie, bitte setzen Sie sich. Hier. Paul kennt diese Frau. Sehr gut sogar. Die beiden waren wohl mal ein Paar. Wenn Paul da oben in Gefahr ist, dann geht es vor. Alles andere findet sich später. Nicht wahr? Ja, klar. Richtig. Sie haben mich nach einem Ort oder nach einem Lieblingsplatz gefragt. Ja, diese Berggruppe. Da waren die beiden wohl mal. Das ist aber nicht in unserer Region. Es tut mir leid. Sind Sie umsonst gekommen? Das war nicht umsonst. Ganz im Gegenteil. Mein Mann mag alles tun, mag alles sein. Aber er ist bestimmt kein Vergewaltiger. Verstehe. Nein, nicht wirklich. Das ist ganz einfach. Wenn das Ihre Belege sind, wenn das Ihre Schlussfolgerung ist, dann ist die falsch. Und wenn Ihre Vermutung falsch ist, dann ist alles nicht so, wie es aussieht. Nichts davon. Ja, was wollen Sie damit sagen? Finden Sie meinen Mann. Er meldet sich nicht, weil er nicht kann. Weil er in Gefahr ist. Finden Sie ihn, Herr Matala. Aus. Verena hat gesagt, du bist getürmt. Ich habe mich selbst entlassen. Ich bin zwar noch ungelenkig wie unser John Boy, aber es wird schon. Ist es gut? Bist du Arzt? Nein. Gut. Wie geht's voran? Ihr habt die Suche abgebrochen? Naja, die waren wohl nicht zu zweit im Berg, sondern zu viert. Na, Tobias, hast du unsere Zeitung mit? Hm? Mit der Rätselecke? Vater, Tobias ist auf der Flucht vor der Ärztin.
ganz andere Sorgen. Ach, entschuldige, natürlich. Aber es freut mich, dass es dir gut geht. Also, sie waren zu viert und sind alle gleichzeitig weg. Ja, und drei der Vermissten gehören zu Area Hub Schladming. Und ich vermute, sie sind auf der Suche nach ihren Geräten. Weiß aber keiner, wo die sind. Area Hub Schladming, ja, das haben wir auch. Das halten wir auch. Es wird nicht verkauft. Das ist ein Aktiengeschäft. Anja, beeil dich! Ja. Mann, ich hab dir gesagt, dass ich ihm nicht traue. Wenn ich den erwische, bringe ich ihn um. Mein Gott, der Paul will sich schon wieder beruhigen. Aber du solltest auch mal wieder ein bisschen runterkommen, Mann! Mann. Du kapierst überhaupt nicht, worum es geht. Es geht um meine Zukunft und die lasse ich mir nicht von diesem Weichei versauen. Wir haben jetzt lang genug Rücksicht auf ihn genommen. So. Sie haben in die Area Hook Schladming investiert, also wissen Sie doch ein bisschen was über die Firma, oder? Helfen Sie uns, Herr Herbrechter. Also bitte, sag schon, was ist das für ein Laden? Warum stecken wir da Geld rein? Also wir? Also bitte. Du kopierst mich, hm? Also so toll waren die Gewinne der letzten Monate auch nicht, du Schlaumeier. Was? In den letzten Monaten? Aha. Die Firmeninhaber sind verschwunden. Wir brauchen Ihre Hilfe, Herr Herbrechter. Bitte. Peter, wenn wir nicht handeln, geht die Firma baden und wir verlieren unser Geld. Du verlierst dein Geld. Ich nicht. Du hast keine Aktien gekauft. Du hast ein Darlehen gegeben, mein lieber Franz. Die Investition in die Area Hook Schladming ist eine Fördermaßnahme der Gemeinde, nichts anderes. Das ist keine Aktiengesellschaft. Du hast in so eine Art Fonds eingezahlt. Die bleiben flüssig und du erhältst Gewinnbeteiligungen. Der hat wirklich gar nichts kapiert in den letzten Monaten. Das heißt, die Zukunftsprognose für die Area Hook Schladming ist düster? Es kommt drauf an. Teil der Geräte hatte wohl technische Probleme nach dem Unwetter letzte Woche. Die Testreihe da oben fiel jedenfalls aus. Das kann ja passieren. Nicht, wenn ein Kunde aus Übersee vor der Türe steht. Das ist das große Geschäft für die Truppe. Da geht es um viele Millionen. Es ist ein Militäretat, so viel ich weiß. Und was heißt das genau? Das ist pures Gold. Aber die Firma ist natürlich nichts wert, wenn die Testreihe bei der Präsentation nicht funktioniert. Und es gibt einen Konkurrenten aus Fernost, der ein ähnliches System entwickelt. Ja, dann haben sich die jungen Leute weit aus dem Fenster gehängt. Genauso wie du. Das heißt, die lassen alles stehen und liegen und gehen in den Berg, um ihre Anlagen zu reparieren. Wir wissen warum. Und jetzt weiß ich auch wo. Besten Dank. Danke, Peter. Sie ist tot. Nein. Anne, hör zu. Sie ist also, sie war meine Ex-Freundin. Ich hab dir nichts davon erzählt, weil ich dachte, dass du... Paul, wo bist du? Transmitter 37. Spot 37, Anne. Ich bin alleine. Ich habe Angst. Jan, der ist verrückt. Ich glaube, der bringt mich um. Ich... Du hältst dich wohl für ein Genie, was? Du bist so berechenbar, du Clown. Scheiße. Michael, Toni ist unterwegs zu dir. Ich bin auch gleich da. Wir wissen jetzt, wo die Geräte stehen. Okay, gut. Und diesmal wisst ihr echt, wo ihr hin wollt, ja?
Das sind dann die 40 Positionen. Querbeet im Dachstein. Alles klar. Warte mal, was wird das denn? Ja, Einsatz, pack was. Dann nehmen wir lieber John Boy mit. Ich kann zwar keine Kunststücke, aber ich kann mitfliegen. Mit rausschauen, Anweisungen geben, jeden Scheiß besser wissen. In anderen Worten, du bist ganz der Alte, oder? Ja. Ohne Paul hätten wir überhaupt kein Problem, ja? Gar keins. Ohne Paul wäre Sabine nicht dabei und ohne Paul wird auch niemand quatschen. Ja, aber was soll das denn? Wir sind doch hier fertig, Jan. Hör zu, Jan. Ich werde nichts sagen. Absolut gar nichts, versprochen. Jetzt auf einmal, hä? Und dir soll ich glauben, du scheiß Judas? Ich will keine Prämie, ich will keinen Bonus. Lass mich doch einfach nur nach Hause! Ich lass mir von dir das Geschäft nicht versauen, du undankbarer Scheißkerl, hä? Jan! Jan, jetzt beruhig dich doch mal! Scheißkerl! Jan, beruhig dich doch mal! Wir haben dich aus der Gosse gezogen und jetzt das! Jan? Oh. Lauf! Ja, eine wirkliche Rundreise. Das haben wir mal schon gedacht. Vor Dunkelheit werden wir nicht alle Positionen schaffen. Ja, dann gibt Michael halt Gas. Dann gibt der Michi halt Gas. Frau Emmerling! Paul hat sich gemeldet. Er ist in Gefahr. Hat Ihr Mann gesagt, wo er steckt? Michael, fahr mal rechts ran! Ich glaube nicht, dass das jedes Mal so sein muss. Toni! Das war mir noch nie verboten, Spaß bei der Arbeit zu haben, gell? Schau mir an. Irgendwann kotze ich dir quer über die Instrumente, ich schwör's. Frau Emmerling? Ja. B37, irgendein Spot. B37, sagt uns das irgendwas? Ja. In 2 Minuten sind wir da. Oh. Wir kümmern uns drum. Ich schwör's. Uns hier raus, ja? Ja? Zum Glück sind Sie da. Bergrettung Ramsau, guten Tag.
Und was ist in Ordnung mit Ihnen? Ist alles okay? Ja. Ja? Ja. Wo ist Herr Ritter? Oh. Dann fragen Sie mal lieber nicht. Der ist das Problem hier. Seilbrücke, sammelt uns ein. Okay. Und haltet Ausschau nach einer weiteren Person. Läuft ein bisschen neben der Spur. Alles klar, verstanden. Okay. Jede Sekunde, die ich nicht in diese gelbe Achterbahn steigen muss, bin ich echt glücklich, ey. Bringen Sie runter, Ihre Frau macht sich schon Sorgen. Der Helikopter kann hier drüben nicht landen. Wir müssen darüber. Schaffen Sie das? Ich weiß nicht. Eigentlich hat mir Sabine immer bei sowas geholfen. Jetzt ist sie tot. Sabine Haller? Ja. Sie ist nicht tot. Was? Wir haben Frau Haller geborgen. Sie kommt durch. Hey. Toni, ja? Gehst du vor? Sehr gerne. Jetzt. Ja, klar. So. Einfach. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Mhm. Upsala. Wäre da gewesen. Hätte nie gedacht, dass ich mich zurück in die gelbe Blechbüchse wünschen würde. Ja, auf geht's. Geht's? Deine Hektik ganz ruhig. Bleib stehen, die Brücke hält nur zwei aus. Ganz ruhig, festhalten. Oh Gott. Da, da ist er. Macht er da? Was denn? Stimmt was nicht. Weiter. Was macht er? Keine Ahnung, sehe ich nicht mehr. Ganz langsam, weiter. Weiter. Geh runter von dem Seil! Geh runter! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Stopp! Da drüben fest! Nein! Runter vom Seil! Ich will uns umbringen! Oh Gott, er will uns umbringen! Ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Schau mir die Augen, schau mir die Augen, schau mir die Augen. Ganz ruhig. Alles okay, alles okay, alles okay.
Halt dich fest. Komm runter von dem Seil! Komm her. Schau auf den Ring. Siehst du den Ring? Ja? Okay. Schau mich an, schau mich an! Schau mich an! Schau mich an! Schau den Ring. Da guckst du drauf, okay? Hast du verstanden? Da guckst du drauf. Guck den Ring an. Ganz langsam. Komm zu mir. Ganz langsam. Ganz langsam. Okay? Scheiße! Komm zu mir. Das ist gut. Das ist super. Klasse. Das ist ganz toll. Komm zu mir. Andreas, das hält nicht mehr lang! Komm, ganz langsam. Schau auf den Ring. Komm zu mir. Nein! Oh Gott! Komm von der Wolke runter! Das zweite Seil heißt auch! Alles okay? Ja, fassungslos guter Job, mein Freund. Alles okay? Nein, nein. Okay. Ganz ruhig, wir haben gerade ein bisschen Zeit gewonnen. Toni, du musst wieder raus. Dem Andreas helfen. Scheiße, Scheiße. Toni, bleib da drüben, das hält's nicht aus. Bleib da. Tobias, Plan B. Für so eine Scheiße habt ihr Pläne und nummeriert sie auch noch. Toni, ans Seil und zwar sofort, komm. Okay, beeil dich, das Seil reißt. Beeil dich, Tobias. Ist okay, Paul. Die fliegen weg einfach. Die kommen wieder, Paul. Die kommen wieder, okay? Toni, du hast es gehört, wir kommen zu dir. Was zu deinem Trainingsflug? Hm? Hör bloß auf. Leute, ihr habt Besuch aus Südost. Was? Jan? Jan, was machst du da? Sabine lebt, Jan, sie lebt! Ich will sie reden. Sagt Sabine, dass es mir leid tut. Jan! Leid! Jan! Jan! Jan!
Bist denn du da? Nur meine Zeitung bringen, was sonst? Bist ja nicht lebensfähig ohne mich. Börsenteil. Danke, ich hab aufgehört. Ach, keine Aktien mehr und Fonds, Beteiligungen? Alles verkauft, praktisch ohne Verlust. Und deine Fondsanteile an dem Darlehensprojekt? Was dieses Aerohuk Schladming, einen Namen, den man kaum aussprechen kann? Was soll das werden? Alles rechtzeitig abgestoßen. Tja, wir haben ja gut verhandelt und verkauft. 63 Millionen Dollar. Und 1:40 die Vergütung. Für jeden, der dabei geblieben ist. Servus, Franz.